Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Neximon. Ich habe hier fleißig trainiert. Nur das Training hat sich kaum ausgezahlt. Denn ich habe neue Neximon dabei, Leute. Neue Neximon, die ich hier frisch gefangen habe. Und ich werde mal kurz in der bei den Videos beim Album schauen, was wir da Schönes jetzt gefangen haben. Wir haben 3 Stück gefangen, wie es aussieht. Dann schauen wir mal rein. Denn, guck mal hier, das ist ein Ziegler und der ist legendär. Wir haben ja schon gegen Ziegler gekämpft und das ist einfach sein Neximon. What the fuck? Also da habe ich mich echt gewundert. Wow. Ja, das dachte ich mir, komm, das fange ich jetzt. Nehme ich mal kurz hier auf. Zack, zack, zack. Und da haben wir Ziegler. Nice, oder? Das ist schon sehr nice. So, warte. Der König der Unterwelt, der über das Leben nach dem Tod wacht. Eine Kreatur, die noch älter ist als Omnicron selbst und daher vielleicht nicht einmal ein Neximon ist. Über dieses mächtige Wesen ist nicht viel bekannt, was wohl das Beste ist. Ja, das haben wir gefangen. Dann haben wir noch eins gefangen. Zack, 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 zack. Ich weiß gerade den Namen nicht. Italien, was? Schon der Italien? Keine Ahnung. Titan. Was habe ich gepostet? Ja. Titan. Ja, Titan heißt er. Titan wurde von Ziegler geschaffen und er ist Aufseher in der Unterwelt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Tor zwischen der Welt der Sterblichen und Zieglers Reich zu bewachen. Ja, das ist auch ein legendäres Neximon. Also wirklich, wow. Und dann haben wir noch eins, Leute. Noch eins. Ach nee, das habe ich schon gefangen. Ja, den habe ich auch gefangen, Leute. Ist auch ein legendäres. Davon habe ich überhaupt kein Video. Was will er mir jetzt hier zeigen? Oder habe ich das Video zu spät aufgenommen? Kann man vorspulen? Ich habe keine Ahnung, ob man vorspulen kann, Leute. Egal, egal. Wir lassen das mal eben hier durchlaufen. Auf jeden Fall, sie hier haben auch Darine. Ist ein Wasser-Neximon. Ein legendäres. Ist echt cool, dass wir jetzt Legendäre haben. Das heißt, wir sind wahrscheinlich kurz vorm Ende. Vor allem, dass sie alle in diesem Wald hier waren, wisst ihr? Das war sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ja, das war's, glaube ich. Ja. Okay, dann gehen wir wieder ins Spiel rein. So, unser Team sieht jetzt mittlerweile so aus. Wir haben einmal hier unseren... Achso, der heißt echt Rüstung. Okay, Rüstung. Fain Glory, Titan, Darine, Ziegler und Kaninui. Kaninui wird auf jeden Fall für immer in meinem Team bleiben. Du bist einfach mein Held, kleines Ding. Rüstung, mal gucken. Ne, es gibt, glaube ich, bessere als sie. Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Wie gesagt, der Wald ist Imber. Und wir machen jetzt Feuer. Oh Gott, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich weiß, wie stark die anderen waren. Ich hoffe, ich habe genug Tränke und sowas. Aber vielleicht schaffe ich das mit den Legendären jetzt leichter. Ah! Hier wurde Tyrant Mulsima besiegt. Seine Seele muss in der Nähe sein. Sie ist nicht dort in der Mitte. Ich hätte schwören können, dass sie dort ist. Vielleicht wissen die Leute da drüben etwas darüber. Das könnte natürlich sein. Ich glaube, wir kaufen uns doch nochmal sicherheitshalber ein bisschen Ausrüstung. Hallo, Moritz, ich schulde dir so viel. Danke, dass du uns gerettet hast. Du musst diese großartige Belohnung annehmen. Die geht auf mich. Oh, danke schön. Oh, das ist echt nett. Danke, danke. Ich kaufe jetzt auch was, ja? So. Im Besitz 6 ist ein bisschen wenig. Mach mal 10. Ah, kaufen, bestätigen. Ausdauer, ja, mache ich eigentlich am meisten gern. Ah, da nehmen wir jetzt auch mal eben 10, dass wir 10 dann insgesamt haben. Sonst hast du aber wirklich nur Schrott, wirklich. Es tut mir fast schon leid. Ja, ich komme wahrscheinlich nicht nochmal wieder. Okay,
Müllzimmer. Wo ist Müllzimmer? Wen sollen wir fragen? Dich wahrscheinlich, ne? Schaut mal in den Westen. Zumindest hatte sich Atlanta dort versteckt. Nie ohne Seife waschen. Also allerdings. Wenn diese Tamer rettet, werden sie euch sicher belohnen. Welche. Oh, egal, wir reden mal mit der. Ach, das ist eine Reporterin. Und wir sind jetzt live mit niemandem geringerem als Moritz selbst. Das stimmt, Freunde, der Held von Neu-Egenitia. Sag mal, Moritz, wie schwierig war dein Aufeinandertreffen mit Müllzimmer? Ich hab mir in die Hose gemacht. Okay. Sag schon, wohin ziehen dich deine Abenteuer als nächstes, Moritz? Eisige Tundra. Wow, das ist so gefährlich. Aber ich glaube, das ist keine große Sache für jemanden wie dich, Moritz. Moritz, gibt es irgendwas, das du fürchtest? Hitzetod. Ja, das stimmt. Klar, natürlich. Und das war's auch schon, Freunde. Danke, dass du bei uns warst, Moritz. Die Stadt Ignitia hat ein sehr besonderes Geschenk für seinen Helden. Das ist ein Kammerschlüssel. Oh, danke schön. Man sagt sich, dass dieser Schlüssel zu unermesslichen verborgenen Schätzen führt. Ja, nur wirklich gefunden haben wir, glaube ich, bisher nur einen, oder? ja, ich habe noch nie einen, ja. So, wo ist denn der jetzt? Ja, ach, Alter, die... Oh, Mann. Jetzt labern die mich alle voll. Egal, der Typ hat gesagt im Westen, dann gehe ich jetzt in den Westen. So. Meine, ne? Das könnte natürlich auch eine Falle sein. Aber ganz ehrlich. Ach Leute, das ist außerdem das erste Video nach meiner Weisheitszahn-OP, Leute. Ne? Am Montag. Also, letzte Woche Montag für euch. Wurden mir die Weisheitszähne rausgezogen, deswegen musste ich ein bisschen vorproduzieren. Ich will gar nicht kämpfen, ne? Egal. Und ja, die Woche war, ja, traurig. Wirklich traurig war die Woche. Ihr müsst euch vorstellen, ich konnte kein Fastfood essen. Kein Fastfood, Leute. Was ist denn mit dir los? What? Du hast mich gerettet. Verdammt, dieses Nivalis-Monster hat mich blitzschnell in Eis verwandelt. Hey, Moritz, das ist für dich. Ich glaube, Nivalis, der war da bestimmt schon Jahre. Achso, es gibt verschwundene Tamer, daran kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die ersten zwei Tage nur Suppe gegessen. Dann habe ich einen Toast gegessen, Leute. Mit Schinken und Ei. War sehr, sehr lecker. Och, wir haben nur einen Begleiter. Ist ja schön. Dann am ja, Mittwoch, ne? Ravioli und Toast mit Schinken und Ei. Am Donnerstag dann nochmal Suppe. Und am Freitag habe ich dann Döner gegessen. Shame on me, Leute. Ich weiß, das durfte ich wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte Hunger. Ich hatte wirklich Hunger. Und nicht nur auf Suppe. Hier ist eine Sackgasse. Deswegen war ich da nie. Weil ich damals direkt wusste, wo ich hin muss. So, hier oben. Oh, wieso renne ich denn da rein? Ach, guck mal, ist das gleiche nächste Mal, was uns hinterherläuft. Würde ich zumindest behaupten. Ja, hat schon Ähnlichkeiten. Warum geht's gar nicht weiter? Aber hier links, ne? Nee. Auch nicht. Das ist auch eine Falle. Hier geht's nirgendwo weiter. Wir sind gleich wieder in der Stadt, ich sag's euch. Oder ich bin komplett bescheuert. Oh, soll ich jetzt noch mit den Typen hier allen reden oder was? Aber die wollen mich ja hier nur... Danke, Moritz. Jetzt, wo Jim weg ist, können die Vorräte in unserem Leben... Danke. Ja, super. Und heute, also am Sonntag, heute Sonntag, esse ich eine Pizza. Eine Pizza will ich ganz gerne essen. Beziehungsweise
Ich wurde gefragt, ob ich mitkommen möchte, Pizza essen. Mitkommen geht nicht, deswegen holen wir die dann ab. Ja, du hast so einen Stern. Okay, schaut mal in den Westen. Zumindest hatte sich Atlanta da versteckt. Wenn ihr diese Thema rettet, werden sie euch sicher belohnen. Ich habe jetzt nur einen gefunden. Und ich war da doch überall, oder? Nee. Ja, da kannst du echt weinen. Okay, dann suchen wir halt alleine auch. Alleine die Seele. Irgendwo muss sie ja sein. Irgendwo da drin denke ich jetzt eigentlich am allerwenigsten, oder? Ich gehe mal hier weiter runter. Oh ja, nette Falle. Nette Falle. Da war sie. Sie will natürlich betteln. Ich möchte nicht betteln. Ich möchte nur den Weg finden. So, wir gehen mal hier rein. Nee, gehen wir nicht. Wo ist der denn? Also, ich kann doch jetzt nicht mit denen reden, die mir dann irgendwie Sachen schenken. Ich möchte keine Sachen haben. Was ist hier denn ein Teleportstein? Um wieder zurückzukommen, oder was? Miss Ignitia, ich hab den Teleporter nicht gesehen. Okay, wir sind jetzt hier. Hier ist aber kein Nivalisi. Deswegen gehen wir mal raus. Hier waren wir vorher gar nicht. Wie sind wir denn hier hingekommen? Oh Gott, Leute. Ey. Da irgendwo. So, zack. Runter. Runter, runter. Ach, hier. Hier haben wir noch ein Thema. Ja, sorry, dass ich so lange gebaut habe, aber danke schön für den Kern. Ach, das waren alle. Lass uns zur Stadt zurückkehren. Ja, super. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wo ich rauskomme, weil ich habe es dann nicht gesehen. Hier oben. Nee, hier waren wir vorher nicht. Das heißt, wir müssen jetzt hier gucken, wo wir hier rauskommen. Da oben, Alter, ne? Das muss man auch immer erstmal erkennen, ganz ehrlich. Das habe ich ja nie erkannt. Hätte ich auch nicht erkannt. Nee. So, zack, zack, zack. Und hoch. Ich versuche jetzt außerdem, ja, ich spare jetzt auf dem PC. Ich spare jetzt wirklich auf dem PC. Ich denke so im Januar, Februar. Könnte es vielleicht schon geklappt haben. Es kommt jetzt natürlich noch darauf an, ob mein Auto irgendwann mal repariert werden muss. Ich hoffe nicht. Obwohl TÜV ist nächstes Jahr. Aber so andere Sachen. Also ich spare jetzt auf jeden Fall, Leute. Ich spare jetzt auf jeden Fall. Wir müssen mit dem hier reden. Ich könnte sicher ein Thema von deinem Kaliber in Zukunft gebrauchen. Als Zeichen unserer Freundschaft nimm dieses tolle Geschenk. Oh, neue Kerne. Sichere Reise, Moritz. Du wirst mir eines Tages sehr nützlich sein. Nacht in der Stadt gewachsen ist. Ich glaube, es war irgendwo im östlichen Teil. Nie ohne Seife. Wow. Das sagst du mir erst jetzt, oder was? Ist ja hier wieder ein Skandal. Ganz ehrlich. Ja, da war was im Mülleimer, Leute. Ich hab's gesehen. Aber ich will's nicht gesehen haben. Oh, der hat auch noch eine Quest. Hier gibt es viele Feuer. Nächstes Mal in der Nähe. Es ist ja auch ein Vulkan. Ich will damit sagen, dass die Temperaturen in dieser Region wegen ihnen in die Höhe schnellen. Es ist ein Vulkan! Ich sag euch was, wenn du die Zahl der Feuer nächstes Mal verringern kannst, werde ich dir eine schöne Belohnung geben. Und mit verringern meine ich gefangen nehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich das erklären muss. So, sprich mit mir, wenn so, weiß nicht, 8 Feuer nächstes Mal besitzt. So kann ich nachvollziehen, ob ihr eure Arbeit auch erledigt. Lel. Hab ich's geschafft? Ich besitze eins. Okay, tschüss. Dann gehe ich mal weiter. Oh. War ich hier schon mal? Das sieht ja cool aus. Ich will jetzt auch nicht immer alles vorlesen.
Weil das tut meinem Kiefer etwas weh. Hallo, ich beraub euch. Habt ihr noch was da oben in der Suppe? Nur weil du unsere Stadt gerettet hast, heißt das nicht, dass es hier nichts mehr zu tun gibt. Du kannst Quests machen. Viele Leute brauchen deine Hilfe, Moritz. Willst du die Dracheninseln besuchen? Ich habe gehört, dass du einen Drachensiegel hast, mit dem sie dich in ihr Dorf lassen, Moritz. Du solltest unbedingt ein paar Scherben in den Höhlen hier abbauen, bevor du gehst. Vertrau mir. Ja, dann war das da oben. Okay, danke schön, kleines Ding. Danke, danke. So, Geisti, was schenkst du mir denn? Also, schenken ist übertrieben? Nee, danke. Schlechter Deal. Ich bin weg. Hier haben wir so einen Typen. Okay. Der mag uns, glaube ich, nicht so. So. Gibt's hier was? Nein. Nein, Omaschen. Heute mit der Oma hätten wir schon reden müssen, Leute. Mein Freund auf den Dracheninseln ist ein Nexotop-Hersteller. Er bat mich hierher zu kommen, um einen Haufen Scherben für ihn zu kaufen. Wenn du welche hast, die du nicht brauchst, biete ich dir gerne einige der Nexotops an. Ja, komm. Ich meine, wir brauchen die wahrscheinlich eh nicht mehr. Die Nexotops. Denn ich glaube, es neigt sich wirklich langsam dem Ende zu, aber ich würde jetzt langsam auch ihn endlich gerne finden. Bin ich denn jetzt hier gelandet? Hoch, runter. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Hier sieht alles gleich aus, Leute. Oh, da habe ich eine Höhle gesehen. Ich glaube, da gehen wir erstmal rein. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Oh nein. Ja, Trickklei, lass mich mal bitte. Danke. Hallo, das ist eine gute Höhle für Anfänger. Hier mag es nicht so viele tolle Juwelen geben, aber es lohnt sich trotzdem. Aber pass mit dem Willen nächstes Mal auf. Wie, für Anfänger? Achso, das Wasser oder was? Leute, ich möchte Mulzimmer besiegen. Was soll ich denn jetzt hier denn? Hier ist eh nichts. Hier ist eh nichts. So, kurzer Schnelldurchlauf hier, ey. So, was haben wir hier? Donut. Danke. Da oben ist auch nichts. Außer nervig hier Nexomons. So, dann gehen wir mal eben nach oben. Ist hier eine Kammer vielleicht drin? Das wäre natürlich schon was Besseres. Hier geht es auch nirgendwo weiter, oder bin ich komplett blind? Was ist das hier für eine Höhle? Die lohnt sich ja null. Für Anfänger, ach Gott, das ist ein Berg. Oh mein Gott, ey, ich brauche Schutz. Gibt's dir denn keinen Schutz, ey, ganz ehrlich? Ich brauche nächstes Mal einen Schutz. Aber auch wenn ich hier so bescheuert hier herumlaufe. Oh, Monet. Monet sieht cool aus. So, weiter geht's. Da unten rechts einer. Ich meine, so viel passiert ja wahrscheinlich jetzt eh nicht. Oh, da wurde eine Kamera gesprengt. Wow, dabei habe ich einen Schlüssel. Dabei habe ich doch einen Schlüssel. Spencer Schicksal, Kammer Nummer 4. Die Kammer benötigt zum Öffnen einen Spezialschlüssel. Willst du einen deiner... Ja, öffne die Kammer. Wuhu, wir sind reich. Reich, als ob das nur 105 sind. Es muss doch mehr Geld sein. Das sind 10.000 Goldbarren, hallo? Tribut des Hellsehers. Oh, okay. Du hast einen Begleiter, Jodo, Wodo, gefunden. Oh, Wodo ist cool. Ja. Okay, danke schön. Das Geld spare ich. Spare ich mir. Ja, war klar, dass hier wahrscheinlich eine Kammer drin ist.
Weil sonst wäre diese Höhle hier ziemlich useless gewesen. Wenn man ehrlich ist. So, ich möchte in dem Part aber jetzt wirklich noch Mulzzimmer besiegen. Ich habe ja eigentlich gesagt, die Parts wären jetzt nur noch 25 Minuten lang. Aber wenn wir den jetzt hier nicht finden langsam, dann raste ich aber hier komplett aus. So. Ist auch anstrengend hier den Nixemons auszuweichen. Nee, ich kämpfe nicht gegen dich. Ist auch nichts. Hier laufe ich im Willst du mich verarschen? Da unten muss was sein. Es ist einfach ein Witz. Wo ist diese? Wo ist der Scheiße? Hör ich mich schon an wie der Doktor, wenn ich weine. Von Dead by Daylight. Habe ich mir das gerade eingebildet, dass es hier oben auch irgendwo lang ging? Oder war es hier? Nee, habe ich mir eingebildet, glaube ich. Okay, dann gehen wir weiter nach rechts. Rechts geht's aber nicht weiter, es geht nur nach oben. Oh, hier. Endlich, ey. Endlich. Ja, Sir, das ist korrekt. Ich kann versichern, dass dieser merkwürdige Baum über Nacht aufgetaucht ist. Das ist beispielslos ein wahres Wunder. Wie faszinierend. Sagenhaft, wunderschön, wahrlich. Die Natur schafft es immer wieder, mich zu begeistern. Okay, Zeit ihn zu fällen. Was? Warte, das könnt ihr nicht tun. Bist du nicht der Tamer, der Mulzzimmer besiegt hat? Und du willst diesen Baum als Belohnung? Wie lächerlich. Dieses einzigartige Stück muss im Parum ein Vermögen wert sein. Die Wissenschaftler dort sind äußerst großzügig. Ich kann nicht die Interesse meiner Leute vor meinem persönlichen Profit stellen. Immerhin ist er ehrlich. Warte mal, Schatz. Sag, wärst du an einen kleinen Tausch interessiert? Was willst du von uns? Nur eine Kleinigkeit. Nichts, was ihr nicht schaffen könnt. Wir wollen einfach das seltenste und teuerste aller Materialien. Das legendäre schwarze Nexomite. Hohoho, ja, das wäre dieser Bau auf jeden Fall wert. Das schwarze Nexomite, ist das überhaupt real? Ja, auf jeden Fall. Ist das nicht aufregend? Zugegeben, ich bin kein Experte. Ihr solltet einen professionellen Minenarbeiter fragen. Ich vermute, dass es einen Bergbauclub nur südlich von hier gibt. Er ist voller Experten. Willst mich verarschen? Och man, gib mir doch einfach Mulzzimmer, ey. Da unten, okay. Ach, da sehen wir doch jetzt eh unsere Freundin, oder? Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Hallo, Schatzi, bist du da? Ja, war klar, dass sie da ist. War so klar, dass sie da ist. Oh mein Gott! Ihr schon wieder, was jetzt? Seid ihr hier, um mich wieder ins Gefängnis zu befördern? Wir suchen nur nach dem schwarzen Nexomite. Hast du was davon gehört? Ja, sicher. Es ist nur eine Fälschung. Sowas gibt es nicht. Das ist ein seltenes Material, das wir uns ausgedacht haben, damit der Bürgermeister unsere Grabung in dieser Stadt unterstützt. Ich glaube, du gehörst doch ins Gefängnis. Habt ihr schon mal von den Elementschermen gehört? Besorge mir mit 5... Geisterscherm und ich kann dir ein gefälschtes Nexomite herstellen. Im Südwesten findet ihr eine Höhle, dort gibt es reichlich Scherben. Shop, shop, Komplizenverbrechen. Habe ich nicht schon 5? Ja, habe ich. Oh, sehr gut. Bitteschön. Ja, bitteschön, das wird eben mit Sicherheit tauschen. Jetzt geht mir aus den Augen. Wow. Diese kleine Frau, ey. Nur am Tricksen und Bescheißen, ey, ganz ehrlich. So, Bürgermeister, ich hab hier was. Nun gut, ich werde... Ihr habt tatsächlich schwarzes Nexomite gefunden. Ach, was ein Anblick. Es ist unbeschreibbar, das schönste aller Juwelen. Das ist schwarzes Nexomite? Sieht aus wie ein paar mit Kleber zusammengeklebter Geisterscherben. Unsinn. Was weißt du schon von Edelstein? Das ist eindeutig das legendäre schwarze
Moritz, versprochen ist versprochen, du kannst diesen merkwürdigen Baum haben. Liebling, wir müssen diesen Schatz sofort schätzen lassen. Ja. Schnell, schnell. Das ist unsere Chance, Tikala, pflanzt diesen Baum, um Mulzimas Seele einzufangen. Moritz, nutze Nuaras Kraft, um Mulzima zurückzuholen. Ja. Wir müssen aber ganz, ganz schnell speichern, bevor hier gleich wieder ein Kampf stattfindet. Speichern. Ja, speichern. Danke. So, Mulzima, komm bitte zu mir und lass mich einfach, ja. Ich will keinen Kampf heute mehr. Bitte. 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 Moritz, ja? Dass du mich zurück in diese Welt gebracht hast, du bist in der Tat kein einfacher Tyrann. Aber keine Tat ohne Gefallen, richtig? Ich kann mir nur einen Grund vorstellen, weshalb du das für mich tun würdest. Wirst du uns helfen, gegen Vardos zu kämpfen? Jetzt, da ich eine zweite Chance habe, möchte ich einfach nur überleben. Was, wenn ich mich weigere zu koordinieren, Moritz? Was, wenn ich Vardos lieber aus dem Weg gehen möchte? Hast du mal darüber nachgedacht? Vielleicht interessiert mich eure Aufgabe gar nicht. Was willst du jetzt tun? Ich werde gehen. Wie erbärmlich. Der wahre König der Monster würde niemals ein Nein als Antwort akzeptieren. Wie unpassend, du enttäuscht mich. Lass mich in Ruhe, Moritz. Ich habe kein Interesse an deinem Krieg gegen Vardos. Oh mein Gott. Hätte ich ihn zwingen müssen, oder was? Oh, du bist zurück. Ich werde nicht für einen schwachen König kämpfen. Wenn du meine Power willst, musst du sie dir nehmen. Was wirst du tun, Moritz? Gut gesagt, Kind. Wenn du die Macht willst, wirst du sie dir nehmen. Mit Gewalt. Stärke ist es, wenn der wahre König der Monster ausmacht. Ich werde dich nicht als König anerkennen, solange du nicht deine Stärke beweist. Oh, wir dürfen gegen Mulzimmer nochmal kämpfen. Cool. Dann machen wir auf jeden Fall Feldsturz. Fast 800 hat er, okay. Wir haben schon mal 100 abgezogen, das ist ganz gut. Wenn jeder 100 abzieht, dann müsste es ja fast reichen, tatsächlich. So, Glatteis, bitte. 33 ist nicht so geil. Aber vielleicht frierst du ihn ein. Nee, tust du nicht. Okay. Dann, Kani Nui. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit deinem Gegner. Den wirst du, glaube ich, haben, ne? Außer wenn er als erstes angreifen darf, dann ist das schon ein bisschen unfair. Ich finde das auch sehr unfair. Kali Nui. So, dann machen wir mal Darine. Das ist nämlich Wasser. Hat aber keine Wasser. Ach nee, die ist gar nicht Wasser. Okay. Sie ist gar nicht Wasser. Superschlag. 47, wo? 51. Sieht auch gut aus. Hat halt relativ viele Lebenspunkte. Aber ich glaube, oh, demotiviert. Das könnte natürlich hier Problem darstellen. Ja. Demotiviert kann echt ein Problem darstellen. 252. Schaffen wir? Ich weiß es nicht. Arkane Macht machen wir, glaube ich. 35, oh, 35 ist ja fast gar nichts. Oh, ich mache aber auch nicht viel mehr. Haben wir noch. Ne, wir haben nur das. Okay. 79 auf einmal? Was ist das denn jetzt hier für ein Trick? Halte ich aber hier für eine Lüge. Okay. Sicherheitshalber holen wir einfach Kani Nui nochmal zurück. Weil dann schaffen wir es gleich auf jeden Fall. So, Siegler, deine Chance. Superschlag, Arcana Fluch, Sperrziel oder Tornado kriegt. Ne, der macht Superschlag. Ich denke, das ist am besten. Ja, ist am besten, denke ich. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Ziegler. Zack, weg mit ihm. So. Du bist stark, aber nicht stark genug, noch nicht. Vielleicht wirst du eines Tages in deine Rolle als König der Monster hineinwachsen. Gegeben, du überlebst. Meine Hilfe alleine wird nicht reichen, Moritz. Du wirst die Hilfe aller anderen Tyranten brauchen, wenn du eine Chance gegen Vardos haben willst.
Bis dahin werde ich mich in den Schatten verstecken, bis zu dem Tag, an dem du mich brauchst. Viel Glück, Kind. Wir werden sehen, ob du der Wahre bist, um mein König zu sein. Puh, scheint, als hätten wir Mulzima überzeugt. Es gibt allerdings noch mehr Tyranten zum Wiederbeleben. Ich frage mich, ob wir sie auch bekämpfen müssen. Ja. Ja, Leute. Das war's dann für heute mit Mulzima. Und mit Nexumon. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn wir den letzten Teil Tyranten besiegen. Beziehungsweise auf unsere Seite ziehen. Und ja, bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.